Es ist so, dass beim Eintreffen der Feuerwehr der Eingangsbereich des Hauses schon in Brand stand. Die Flammen hatten übers Dach übergegriffen. Da der Besitzer des Hauses ein Kamerad von uns ist, konnten wir schnell feststellen, dass keine Personenschaden war. Allerdings, was das Traurige ist, sind zwei Hunde von diesen Kameraden bei diesem Brand ums Leben gekommen. Die haben die Einsatzkräfte vorgefunden. Wir sind jetzt dabei, da es sich um ein Fertighaus handelt, die ganzen versteckten Brandnester zu löschen. Die Arbeiten werden auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben jetzt den Rettungsdienst soweit noch in Bereitschaft, um unsere eigenen Kräfte zu schützen, und werden uns jetzt auch um die Verpflegung für die Einsatzkräfte kümmern. Die Schwierigkeiten bei dieser Einsatzstelle sind, da es sich, wie ich eben schon sagte, um ein Fertighaus handelt, mit Okal-Ständerausbauweise, Holzbauweise, dass wir viele versteckte Brandnester haben, die wir noch gar nicht alle gefunden haben. Wir haben jetzt angefangen, mit der Drehleiter die Dachhaut abzutragen, die Dachziegel abzutragen, und sind jetzt dabei, die Außenfassade, die auch aus Holz besteht, abzulösen, um noch die versteckten Brandnester aufzuspüren. Über Schadenshöhe und Ursache können wir noch keine Aussagen treffen, weil es ja ein ermittelndes Verfahren ist. Das ist dann Sache der Polizei, das zu klären.